Topfgucker TV empfiehlt. Schönen guten Tag, mein Name ist Alexander Schäfer und ich koche heute für Sie Rehmedaillons im Speckmantel mit glasierten Teltower-Rübchen und Rosmarinkartoffeln. Der erste Arbeitsgang bei den Teltower-Rübchen ist das Schälen. Sie werden mit dem Messer und dem Sparschäler geschält. Ich habe die Teltower-Rübchen vorbereitet, sie sind bereits gekocht, da die Zubereitung ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert. Ich habe heute Morgen bereits eine Rehkeule ausgelöst. Sie hat uns der Jäger letzte Woche geliefert. Wir bekommen unser Wild hauptsächlich von Förstern aus der Region geliefert und schneide jetzt aus der Oberschale der Rehkeule 3 kleine Medaillons herunter. Das Gewicht liegt ungefähr bei 80 Gramm. Man nimmt etwas Speck. Am besten eignet sich der Frühstücksspeck, da er etwas milder gesalzen ist und das Gericht dann nicht zu scharf macht. Man rollt die Medaillons im Speck komplett ein. Durch das Fett, das im Speck enthalten ist, trocknet das Fleisch beim Braten nicht so aus, da die Keule etwas minderwertiger ist, dafür die Sache etwas preiswerter macht. Alternativ kann man auch den Rücken vom Reh nehmen. Das Wild wird einfach nur mit Salz und Pfeffer dann gewürzt und beim Anbraten kommt etwas Rosmarin hinzu. Mit einem normalen haushaltsüblichen Fleischbindfaden wird das Reh eingepackt. Das Fleisch wird erst kurz, bevor man es in die Pfanne legt, gewürzt, damit das Salz das Fleisch nicht austrocknet. Zum Braten von Fleisch eignet sich eine Eisenpfanne, eine gusseiserne Pfanne, da ist diese die Wärme besonders gut und lange speichert. Die Soße, die wir zum Reh geben, die habe ich bereits vorbereitet. Für die Soße werden die Knochen von der Keule angeröstet, zusammen mit Sellerie, Lauch, Zwiebeln und Möhren. Und mit Wasser aufgegossen und danach einfach reduzieren lassen. Die Pfanne muss gut erhitzt sein, damit das Fleisch beim Anbraten eine schöne Kruste bekommt und sich ein besseres Aroma entwickelt. So. Jetzt wird das Fleisch auch gewürzt. Ganz normal mit etwas Salz und Pfeffer. Nach dem Wenden wird das Ganze dann nochmal gewürzt. In der Zwischenzeit können wir die Pfannen erhitzen, um die Teltower-Rübchen zu glasieren. Dazu gibt man als allererstes etwas Butter in die Pfanne und wartet, bis diese geschmolzen ist. Für die Rosmarinkartoffeln können wir etwas Öl nehmen. Und darin schon einmal den Rosmarin auslassen. Man kann ihn komplett mit allen Stängeln verwenden, da das Aroma von dem Rosmarin in das Öl überzieht. Die Rehmedaillons werden dann gewendet. Die Hitze der Pfanne wird etwas runterreguliert. Sie werden ebenfalls noch einmal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und jetzt, wo die Hitze runterreguliert ist, kann man auch hier etwas Rosmarin mit dazugeben. Sollte man erst etwas später machen, damit die ätherischen Öle, die im Rosmarin enthalten sind, nicht verbrennen. Hier müssen wir warten, bis die Butter komplett geschmolzen ist, damit wir dann den Zucker darin karamellisieren können. Die Pfanne darf nicht zu heiß werden, damit die Molke in der Butter nicht verbrennt. Die Butter und Zucker benötigt man für die Glasur. Die Butter gibt das Glänzende ab, zusammen mit dem Aroma. Und der Zucker sorgt dafür, dass das Ganze karamellisiert. Wir müssen auch achten, dass wir nicht zu viel geben, da es ja kein Dessert ist, sondern eine Beilage. Und auch die Rübchen werden anschließend noch einmal gesalzen. Die Rehmedaillons schieben wir jetzt auf Seite, sodass sie bis zum Schluss vorsichtig vor sich hinziehen können. Wild muss nicht unbedingt durchgebraten werden, sondern gerade bei frischem Wild reicht es, wenn es Medium ist. So, wenn wir jetzt sehen, dass die Blasen aufsteigen, können wir die Rübchen dazugeben. Die Rübchen enthalten sehr viel Stärke. Das Ganze sind jetzt insgesamt 2 halbierte Rübchen, das ist mehr als genug, da diese durch die enthaltene Stärke sehr sättigend sind. Wir müssen sie ab und zu dann wenden, damit sie keine Farbe nehmen. Wir können jetzt im hinteren Bereich beim Rosmarin schon sehen für die Kartoffeln, dass ich sie auch dazugeben kann. Diese werden ähnlich wie Bratkartoffeln zubereitet
auch etwas Salz mit dazu. Das können wir auch bei den Teltower Rübchen machen noch. Im rohen Zustand haben die Rübchen kaum Kalorien. Sie bestehen zu 90% aus Wasser und 1 Kilogramm Rübchen hat in etwa 400 bis 450 Kalorien. Allerdings durch den Zucker und die Butter wird das Ganze jetzt etwas gehaltvoller. Wir geben nun die Fleischbrühe mit dazu und können jetzt auch die Rübchen vor sich hin ziehen lassen. Da sie vorgegart sind, sind sie in ca. 1 bis 2 Minuten heiß. Bei den Rosmarinkartoffeln können wir jetzt einmal wenden, sodass sie auch von der anderen Seite Farbe bekommen und auch etwas Butter dazugeben. Unsere Fleischbrühe ist jetzt runterreduziert. Übrig bleibt ein Karamell, bestehend aus der Butter und dem Zucker. Die Rübchen sind somit heiß. Die Rosmarinkartoffeln sind auch fertig und wir können mit dem Anrichten beginnen. Ich lege als allererstes die Medaillons auf den Teller. Schön symmetrisch. Dazwischen packe ich die Rosmarinkartoffeln. Und zum Schluss ein paar von den glasierten Teltower Rübchen. Nur noch etwas von der Soße dazu. Und etwas ausdekorieren. Und das Gericht ist fertig. Dies sind unsere Rehmedaillons mit glasierten Teltower Rübchen und Rosmarinkartoffeln. Ich wünsche einen guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de